Okay, ich muss ehrlich sein. Ich kann es den Leuten gar nicht übel nehmen. Also ich kann jetzt hier mal kurz die Kommentare einblenden. Ich kann es den Leuten auch nicht übel nehmen. Denn wenn ihr jetzt nicht das Replay habt, dann habt ihr keine Sounds. Also ich habe euch das ja nur mit Musik gemacht. Und dann habt ihr die Sounds nicht. Das heißt, ihr wisst ja nicht, wie der Hit entstanden ist. Dass da zwar keine Partikel beim Hit waren, hätte euch so ein bisschen Aufschluss geben sollen dafür, dass es kein Schwerthit war. Aber ziemlich viele haben geschrieben, dass, warte, ich mache einmal kurz, um das erstmal auszumachen, mache ich kurz einmal Sounds aus, dass das hier ein Schwerthit gewesen sein soll. Und wenn ich jetzt mal ohne Sounds mache, wir sehen natürlich, dass hier keine Partikel sind, was natürlich heißt, dass es kein Schwerthit ist. Hit ist, oh, ich kann gerade nicht reden. Wir sehen hier, wir bekommen keine Partikel. Warte, ich bekomme jetzt keine Partikel hier rauf. Und das sieht wirklich so aus, als wenn es ein Schwerthit wäre. Aber wenn wir jetzt einmal kurz die Sounds anmachen, Musik and Sounds. So, machen wir einmal kurz Sound an. Die Sounds an und dann merken wir auch, dass es ein Bow-Hit ist. Hier schieße ich. Und dann hören wir sogar das Bow-Geräusch, dass es ein Bow-Hit ist. Hören wir mal genau hin. Schuss. Hält. Und jetzt kommt er an. Man hört genau das Geräusch, dass es ein Bow-Shot ist. Dann kommt dieses Dimm, keine Ahnung, wie man das erklären soll. Und man sieht auch, dass ich keine Partikel bekomme, was natürlich auch da heißt, dass es kein Schwert ist. Wir sehen jetzt hier. Bow-Shot. Und jetzt hören wir dieses Wimm, dass der Bowshot ankam und wir sehen hier keine Schwerpartikel. Das heißt, das hier ist ein ganz normaler Bowshot. Also ich kann es den Leuten zwar nicht übel nehmen, die jetzt geschrieben haben, du hast doch da auch voll den Hit bekommen und so. Weil ohne Sounds merkt man wirklich nicht so, dass es ein Bowshot ist. Außer natürlich, dass man sieht, dass es keine Partikel hat, aber wer achtet denn bitte in diesem Moment darauf? Ja, da hätte man halt einfach nur, wie gesagt, an den Partikeln merken können, dass es kein Schwerthit ist, weil bei Schwerthit sind immer Partikel da. Hier der Bowhit. Hier kommt der Fall. Und das ist, sieht echt richtig komisch aus, weil ich in der Sekunde sogar da gehittet habe. Aber warte, wir hören jetzt hier, wenn ich warte, mit dem Bow schieße. Jetzt hören wir auch das Fallgeräusch und sehen, dass er keine Partikel hat. Also das hier ist ein Bow-Hit. Also ganz im Ernst, ich nehme es den Leuten zwar nicht, ich nehme es den Leuten auch nicht übel, die das jetzt geschrieben haben. Weil das sah echt so aus ohne Sounds. So, da hätte man nur auf die Partikel mal ein bisschen achten müssen. Aber es gab einen, der direkt geschrieben hat, bastet. Und dann, ja. Also, wie ihr seht, ist das ja einfach nur ein Bow-Hit, weil das auch ziemlich viele Leute in den Kommentaren verwirrt hat. Und die dachten, dass hier wäre halt ein Schwert-Hit gewesen. Der Bow-Hit jetzt. Hören wir, dass der Bow-Hit ankommt. Wir sind auch keine Partikel, also das ist auch ein Bow-Hit. Und da kam noch eine Person, die sagte, ja, aber du hast ja gar keinen, hast ja, man sieht ja gar keinen Fall und im Replay sieht man auch keinen Fall. Im Replay sieht man, ja, okay, jetzt haben wir im Vorspiel, sieht man den manchmal. Beim Replay hört man sehr oft nur den Sound, weil da so Sachen wie Fall oder so sehr oft einfach gar nicht ankommen. Und ich weiß gar nicht, wann das war. Ja, hier. Hier war nämlich genau dasselbe, glaube ich, oder? Ja, genau, hier ist nochmal genau dasselbe. Wer das ja auch nochmal wissen will. Aber ich glaube, da hat auch jeder gesehen, dass der mal im Bau geschossen hat. Also hier sieht man. Also ich glaube, hier hat es auch, ja, okay, hier hat es, glaube ich, auch jeder gesehen, dass es ein Bowshot von mir war. Aber das ist einmal an die Leute, die so ein bisschen verwirrt waren und gedacht haben, dass ich hier einen Hit bekommen hätte. Das ist einfach nur ein Bowshot. Und im Replay sieht man meist die Pfeile nicht. Aber man hat es, glaube ich, jetzt ganz gut gesehen, dass es ein Bowshot ist. Ja. Also jetzt einmal dazu, dass jetzt nicht irgendjemand irgendwas Falsches denkt. Das war's auch wieder mit dem Video. Es sollte nur so ein kleines Infovideo sein, damit jetzt nicht irgendjemand denkt, dass das wirklich ein Schwerthit von mir war.